Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 50 Fragen zu heute mit dem gesamten Team Peetsmeet als Kandidaten. Hallo. Hatten wir das schon mal, dass alle Kandidaten sind? Ja, ja klar. Andi, okay. Du moderierst doch nicht zum ersten Mal. Ja, aber normalerweise muss ich mal einspringen. Also für alle? Naja, egal. Ihr wisst das besser als ich. 50 Fragen zu und heute eine ganz besondere Ausgabe, denn es geht um 50 Fragen zum Jahr 2022. Also ach, wie ein Geschichtsquiz, ey. Was ihr euch im letzten Jahr noch gemerkt habt. Genau, das ist schon so lange her. Ja. Das ist schon über ein Jahr her. Das gibt's ja nicht. Teilweise auch nur wenige Tage vielleicht, ne? Wir nehmen das jetzt ja im Januar 2023 auf. und das Quiz ist vorbereitet von Horst die 98. Vielen Dank dafür. Horst, danke, danke schön. Und es geht um Fragen zu Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und mehr. Ums Meer geht's. Genau. Umweltverschmutzung? Liebe Grüße noch an Annika, schreibt er dazu. Und Sven hat auch noch dazu geschrieben, dass wir innerhalb von wenigen Tagen mehrere 50 Fragen zum Jahr 2022 erhalten haben. Das ist jetzt eine davon von Horsti. Aber falls ihr noch mal Bock habt nach der Folge noch mehr zu sehen, dann können wir vielleicht die anderen auch noch machen. So. Ja, aber wenn die, aber es sind ja auch nicht die gleichen, hoffe ich. Doch, so eine Frage. Aber genau eins zu eins die gleichen Fragen. Können wir aber nächste Woche machen. Die fällt nicht auf. Er fällt aber eh nicht auf. Ja, stimmt. Okay. Eine Woche dazwischen. Fünf Punkte für eine richtige Antwort, einen Punkt für alle anderen bei falscher Antwort. Alter, und wir kommen zur ersten Frage zum Jahr 2022. Am 13. Februar trat die Bundesversammlung zusammen. Welche Person wurde dort gewählt und für welches Brammen? Das war Steinmeier und Bundespräsident. Das ist absolut korrekt. Genau, welche Person wurde dort gewählt für welches Amt? Alter, keine Ahnung. Wo denn, Alter? Oh Gott. Ja, die Bundesversammlung macht ja nichts anderes. Ja, wusste ich. Stimmt, jetzt würde ich sagen, stimmt. Ja, stimmt. Ich war zu langsam. Besteht übrigens zur Hälfte aus Abgeordneten des Bundestages und zur anderen Hälfte aus Vertretern der Länder. Und Promis, ne, sind ja auch immer dabei. Ja, stimmt. Ja. Da war doch was bei dem einen Podcast, den ich gehört habe. War da Boris Becker da? Der Typ, der da Salz verstreut, oder was? Ach, der war noch im Knast. Ah, ja. Der Goldsteak, Mann. Ja, der macht dann einen Tomahawk-Steak für Steinmeier. Nice. Okay, Frage 2. Das Jahr war gezeichnet vom russischen Überfall auf die Ukraine. Doch an welchem Tag genau startete dieser? Boah. Oh, shit. Okay. War das nicht 2014? Peter. War das der 6. Februar? Das ist falsch. Scheiße. Das war auf jeden Fall im Februar. War das nicht 2014? Also war nicht so. Na, du meinst die Krim-Geschichte. Ja, okay, aber ich glaube, es geht um dieses Jahr, nicht um Krim. Ich glaube, das war kein offizieller Krieg. Das war nur so Plänkelei offiziell. Aber die haben doch gar keinen Krieg. Das war doch nur. Was war das nochmal? Special Military Operation. Ja, richtig. Das ist doch gar kein Krieg. Es ist ein russischer Überfall. Ich glaube, wir können es auch gerne Krieg nennen. Mit Februar. Ja. Aber Putin mag das nicht, wenn man das Krieg nennt. Ja, deswegen nennen wir es jetzt doch alle Krieg. Mit Februar seid ihr schon ganz gut. Ja, das war toll. Nur Tag. Ja, okay, aber sind ja da nur 27 Tage. Ja. Der 14. Februar? Valentinstag? Nein. Schöner Valentinstag. Da dachte sich Putin, Mensch, da sind die alle beschäftigt, die Männer. Nee, dann können wir rein. Ich sag auch noch mal eine Zahl. 8. 8. Februar. Nein. Nee, das ist der 22. Nein, das ist auch nicht der 22. 5, 4. Ja, komm. Brammen. Der 1. Nein. 4, 3, 2, 1. Und ich schließe diese Frage. Sepp war, glaube ich, am nächsten dran. Das war der 24. Februar. Hättest du wissen können. Ein Tag nach dieser Versammlung, oder was? War die nicht am Steinmeier 13? Steinmeier wurde gewählt und dann hat Russland gesagt, nee. Ich glaube 13. oder? Nur 13. hat er doch gesagt. Nur ein Tag danach, Peter. Krass. Einmal schlafen für Peter muss kein Zufall sein. Einmal Urlaub nehmen. Okay, Frage Nummer 3. Die Ampel führte einen Tankrabatt ein, da durch den Krieg in der Ukraine die Kraftstoffpreise erheblich stiegen. 20 Cent. Das ist falsch. Die Kraftstoffpreise erheblich stiegen. Wann war der Rabatt gültig? Alter. Also von wann bis wann? Also das auch noch, du willst das zwei auch noch. Das Problem ist, ich glaube, ja, in der Zeit Ende bin ich nicht, sogar noch. In der Zeit bin ich wahrscheinlich in die Auto gefahren. Oder Juni, Juli, August?
Das lasse ich so gelten, richtig. Ja, 1. Juni bis zum 31. August. Die lasse ich so gelten, das ist absolut richtig, Andi. Hättest du auch das Datum sein. Ja, wenn es jetzt nur der 30. August gewesen wäre und nicht der 31. Dann hätte ich auch nicht Juni, Juli, August gesagt. Ja. Ich bin heute nett. Sonst würde ich das natürlich nicht durchgehen. Großzügig. Ja. Nächste Frage, Frage 4. Infolge des Kriegs in der Ukraine beschließt der Bundestag ein Sondervermögen für die Rammen. Ich hoffe, dass 100 Milliarden Euro ist. Es ist absolut korrekt. Wie hoch war das Sondervermögen? 100 Milliarden Euro. Haben die sich jetzt nicht auf irgendwie haben wir eine Verteidigungsministerin verloren, obwohl die 100 Milliarden zur Verfügung gekriegt haben. Ja, weil deswegen hat sie aufgehört. Ja. Dankeschön. Das Problem ist, die ist völlig überfordert mit so viel Geld. Ja. Hier, Horst, der hat übrigens dazu geschrieben als Info, das Sondervermögen war so hoch wie ein halber Doppelwumms. Was? Okay. Ich glaube, ich weiß nicht genau, was ein halber Doppelwumms, nicht ein ganzer? Nein. Was? Ja, what? Stimmt. Ach so. Ein halber Doppelwumms ist so viel wie ein ganzer Wumms. Ist ein Wumms. Ja, stimmt. Ah ja. Ja, das wird uns heute noch ein paar Mal begegnen, glaube ich. Wir kommen zur Frage Nummer 5. Was passierte, Rammen? Ein ganzer Doppelwumms. What the fuck? Richtige Antwort. Also das habe ich jetzt gelten lassen, also es ist falsch. Die anderen haben jetzt Punkt dafür bekommen. Ist okay. Ja, das war ja auch eine ernsthafte Antwort. Hätte das sein können, wirklich. Auf jeden Fall. Was passierte denn am 8. Juli mit... Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig auch aus. Shinzo Abe. Rammen. Wer? Der ist gekillt worden, das ist der japanische Ministerpräsident. Ja. Der ist erschossen worden. Richtig, ja. Er wurde Opfer eines tödlichen Attentates. War übrigens ehemaliger. Man kommt denn mal Fragen zum Dschungelcamp? Hä, das hat doch gar nicht stattgefunden. Ja, das war ja noch nicht mal. Hä, wie? Das war doch klar. Nein. Ach so, ja, stimmt. Das war ja aus Afrika, ne? Nein, das war schon in Australien wieder. Nein, letztes Jahr doch nicht. Ja, safe. Nein, Weltgeschichte. Wenn du so ein bisschen aufgepasst hast, sind wir doch kategorisch eher so bei politischen Themen aktuell, oder? Ja, ich dachte, das ist ein politisches Thema, so Dschungelcamp und so. Hä, 22 war es in Afrika und 21 war es doch im Studio und 20 war es noch in Australien kurz vor Corona. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, Frage Nummer 6. Wo war das Dschungelcamp? In welchem Land war das Dschungelcamp? Nein, in welchem Land kam es nach dem Tod von Mahsa Amini? Ach, Jay. Ich hoffe mal, dass es Iran ist. Es ist Iran, korrekt. Scheiße. Zu monatelangen Protesten. Oh, endlich mal was richtig. So schnell, ey. Ja. Sehr gut. Ja, das ist ja auch erst vor relativ kurzer Zeit gewesen, da das dann in den Medien aufgekommen ist. Da kann ich mich nur dran erinnern. Sehr gut, schon wenigstens eine Sache. Ja, aber... Ich wollte sagen, das ist schon ein bisschen her. Ja, aber Februar ist länger her. Außerdem läuft das ja noch. Das stimmt. Ja. Flawless Logic. Frage Nummer 6. Ist eine Schätzfrage, also bitte eintippen. Doppelwumms. Queen Elizabeth II. Verstarb am 8. September 2022. Neben weltweiter Berichterstattung nehmen zahlreiche internationale Staatsgäste an den Gedenkveranstaltungen in London und auf Windsor Castle teil. Oh, wie alt wurde sie denn? Und zwar in Jahren würde mir schon reichen. Also wie viele Jahre alt wurde sie? Ich dachte, wie lang war die Schlange, um an dem Grab, an dem Ding ins anzustellen. Das ist keine Frage, die ich vorbereitet habe, sondern sie ist von Horsty, deswegen ist sie fair. Hä, die ist auch fair. Also mindestens jeder mitbekommen. Also das habe ich eher mitbekommen. Gebt euch einen Tipp, es könnte vierstellig sein. Ich hatte erst fünfstellig da stehen. Ja. Das war so ein wie heißt das? Reptiloid oder wie die Dinger? Reptiloid. Das ist die größte Angst von Jules. Wie alt ist sie geworden? Keine Ahnung. Wie alt in Jahren? 250. Ein Doppelwumms alt. Ihr habt alle eingeloggt. Ein Doppelwumms. Das geringste Alter wurde geschätzt von Christian 91. Dann haben wir drei Leute mit 95. Das war von Peter, Jay und Sepp. Und Brammen sagt 97. Man belastend. Und ihr habt alle die richtige Antwort sehr gut umschifft. Es sind 96 Jahre. Oh mein Gott. Alle kriegen Punkt außer Chris. Oh Gott, die arme Sau. Ja. Genau, stimmt. Also in dem Fall würde Chris. Stich nochmal rein ins Bienen. Peter kriegt einen Punkt. Beziehungsweise da geben wir. Ja, da bin ich mal fair. Ja, genau, 5 Punkte.
Dann krieg ich Sepp ein Punkt. Ich hab mal was richtig gemacht. Ne? Danke. Peter, geben wir mal. Ja, geben wir mal. Und Brammen kriegt 5 Punkte. Andi ist ja heute großzügig, hat er vorhin schon gehört. Ja, da geben wir mal. Da gibt es sogar die volle Punktzahl, die man sich verdient hat. Ich wollte eigentlich nur 3 geben, aber naja, weil es dann nur eine Schätzfrage ist. Aber okay, nächste Frage. Welche Marke überschritt die Weltbevölkerung am 8 Milliarden. Das ist absolut korrekt. Am 15. November. Mann, Alter, die ganzen Fragen kommen doch wahrscheinlich safe auf den Business Insider raus, die Bram jeden Tag liest. Natürlich. Jeden Tag, den ganzen Tag. Habe ich noch nie gehört. Ihr habt alle nicht mitbekommen, dass wir 8 Milliarden geknackt haben. Nee, nein, Alter, keine Ahnung. Das stand überall. Ja, das war mega überall. Ja, also ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. Ich habe auch keine, habe ich auch nicht mitbekommen. Ich war dabei, neue Kinder zu machen. Ja, sehr cool, danke. Super dazu beigetragen, na klasse. Ja. Frage 9. Neben Corona wurde dieses Jahr auch ein anderes Virus mit weltweit über 17.000 Fällen von der WHO Brammen. Die FIFA. Affenpocken? Die Affenpocken oder der Affenpockenvirus ist korrekt. Ey. Ja, so hieß er zumindest. Mit Affen. Mittlerweile wurde es ja umgenannt, aber gilt, glaube ich, auch erst in 2 Jahren. Was? Ja, damit. Weil die haben umbenannt und dann. Kommt erst in ja, Jahren, also es wird jetzt immer parallel benannt. So machen die das, glaube ich. Bei Corona war es, meine ich, genauso. Frage Nummer 10. Die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft der Männer fand in Katar erstmals am Ende des Jahres statt. Welche Nation wurde Vize-Weltmeister? Gegen wen haben die gespielt? Ich nicht gesehen. Jay. Frankreich. Ist das richtig? Sehr gut. Frankreich, Argentinien war das. Ich musste gerade auch erstmal überlegen, Alter. Scheiß WM. Du bist doch der Einzige, der das geguckt hat. Also von daher. Ja. Ich sag mal so. Ja. Ja. Gut, ich sag mal so. Da lief der Fernseher beim WM-Finale während Kuchenessen bei der Schwägerin. Also, naja. Es wurde mehr auf den Kuchen geachtet als. Ja, ist halt wirklich so. Das ist aber auch verständlich. Kuchen ist Kuchen. Frage 11. Welche Variante des Coronavirus ist die dominante im Jahr Jay? Nicht Delta. Scheiße. Fuck, wie ist? Nein, Delta, keine Ahnung, ich weiß es nicht. 1. Okay, das ist falsch. Wann hieß die denn nochmal? Ja. Welche Variante des Coronavirus ist die dominante im Jahr 2020? Omikron? Ah ja, genau so. Omikron, korrekt. Ich war die ganze Zeit so, das weiß man doch. Das ja, natürlich weiß man das. Hieß das jetzt doch anders? Sepp war voll verwirrt dann, ne? Also du wusstest ja, weil keiner das gesagt hat. Ja. Nicht Delta. Hab ich irgendwas verpasst wieder? Ist ja eigentlich auch nicht Delta richtig. Ist eigentlich richtig, ne? Ja, eigentlich, aber in dem Fall, das wollte ich nicht hören. Das ist ja klar. Okay. Nicht Andi ist immer die Antwort. Ja, genau. Frage 12. Kurz vor dem Jahreswechsel am 31. Dezember starb ein Oberhaupt. Wie hieß Sepp? Papst Benedikt. Ist kein Oberhaupt. Es ist falsch. Kurz vor dem Jahreswechsel am 31. Dezember starb ein Oberhaupt. Wie hieß dieser und von was war er das Oberhaupt? Peter. Ja, war das nicht Papst Benedikt der Zweite und das Oberhaupt der christlichen Kirche, also der katholischen Kirche? Das ist falsch. Amen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich nochmal gedrückt habe, wenn ich ehrlich bin. Ich sag auch Papst Benedikt und Vatikan. Der wievielte? Ich glaube, das ist nicht das Problem. Der wird ja nur durchgehen lassen. Der ist doch gar kein Oberhaupt mehr. Der das Oberhaupt ist doch der Oberhaupt des Franziskus. Ja, genau. Das kann ich so nicht gelten lassen. Er war Oberhaupt von dem. Ja, okay, er war. Aber es ist doch die Frage, welches Oberhaupt? Ich möchte den Namen, also der Name ist jetzt nicht so kompliziert, den will ich schon richtig hier gehört okay, haben. Okay, Papst Jay. Benedikt und Vatikanstaat. Stadt. Vatikanstadt. Ja, Papst Benedikt hatten wir jetzt schon mehrfach. Ja, aber er will nicht Vatikan haben, er will Vatikanstadt haben. Ja, ich glaube das schon. Das meint er auch, oder nicht? Das kann ich nicht gelten lassen, tut mir leid. Ich glaube eher, dass Papst Benedikt das Problem genau. ist. Ich bin dafür, jetzt hier ganz streng. Der Papst war. Brammen. Okay. Dann ist es gewesen Josef Ratzinger und. Ne, so hieß der nicht mehr. Und römisch-katholische Kirche. Die Chair. Muss ich kurz nachgucken. Oh, guck mal, ich bin nicht schlecht, Jungs. Nah dran.
Das ist korrekt. Ja, nice. Das lasse ich gelten, denn Peter hat gesagt Papst Benedikt der Zweite, er heißt Papst Benedikt der 16., also das ist deswegen falsch. Josef Ratzinger ist ein bürgerlicher Name, das steht auch so noch drin, also der Papstname ist Papst Benedikt der 16., also gilt dieser bürgerliche Name immer noch. Gilt immer. Und ich wollte römisch-katholische Kirche hören, das hat bisher jetzt nur Bram gesagt. Deswegen ist das richtig, ja. Also ja. Vatikan. Ich hab katholische Kirche gesagt. Es war alles immer in den Kombinationen. Peter, kannst du das mal bitte genauer machen? Ja, Max, wie groß du dich an mir ist. Andi möchte nur nie wieder mehr eingeladen werden zu 50 Fragen moderieren. Eingeladen, aha, ja, okay. Frage 13. Unter euer Gnaden darf ich hier moderieren, okay. Frage 13. Nach der Wahlniederlage der CDU wählte diese einen neuen Brammen. Scheiße, ich wollte Armin Laschet sagen. Ich sag Armin Laschet. Das ist falsch. Friedrich Merz. Das ist richtig, das Alter, wollte ich das hören. Wie heißt dieser neue Vorsitzende der CDU? Er heißt übrigens Joachim Friedrich Martin Josef mit Vornamen, aber alle kennen ihn nur als Friedrich. Ich kenne ihn noch als Fotzenfritz. Den kenne ich auch. Fotzenfritz.de, könnt ihr gerne mal drauf gehen. Der gute Martin, den wir nehmen. Was? Gibt es die Seite wirklich? Ja, ja. Dann kommst du, glaube ich, auf die offizielle Seite von Friedrich Merz. Nice. So, ade. Da steht nur bla bla bla, die Domain steht nicht zu verkaufen. Echt? Schade, okay. Oh Mann, okay. Naja, Frage 14. Welche Mannschaft erkämpfte sich das erste Mal den DFB-Pokal? Jay. Union Berlin. Falsch. Das ist auch falsch. RB Leipzig. Das wollte ich hören. Das tat weh. Das tat richtig weh. Naja, immerhin hast du die Funktion ja doch noch bekommen. So viele scheiß Fußballfragen. Ja, finde ich auch falsch. Ja, richtig viel. Hä, wir haben nur Politikfragen. Ja, es kommen ja noch ein paar Fragen. Frage 15. Welches revolutionäre physikalische Gerät erreichte im Januar seine Sepp. Hubble-Teleskop? Das ist falsch. Brammen. Dankeschön, du hast mich auf die Lösung über James-Webb-Teleskop. Genau, so heißt das. Das Hubble ist schon länger. Ja, ist schon länger mal. Ich wusste, das war irgendein blödes Fick-Teleskop. Seine vorgesehene Umlaufbahn, so wäre die Frage noch weitergegangen. Frage 16. Das ist wieder eine Schätzfrage, ihr dürft wieder tippen. Wie schwer war das James-Webb-Weltraumteleskop beim Start? Und zwar in Kilogramm, möchte ich das gerne hören. 250. Mit Treibstoff und allem drum und dran. Nur das Teleskop. Oder nur das Teleskop. Es geht nur um das Teleskop. Nur das Teleskop beim Start. Andi, musst du genau nachfragen, was er hören will. Nee, er hat gesagt, wie schwer war das Teleskop? Das Teleskop mit Treibstoff. Genau, also nur das Teleskop. Ich denke, das Teleskop hat auch selber noch mal ein bisschen Treibstoff an Bord. Deswegen wird es jetzt etwas leichter sein. Genau, in Kilo. Nicht die Rakete, sondern nur das Teleskop mit allem drum und dran. In Kilogramm. Das war so ein kleiner Mars Rover, ne? Dieses kleine Ding zum Fernsteuern. Genau. Für die Carrera-Bahn. Okay. Moment. 1, 2, 3. Ja, wie viele Nullen ist das von Kilo zu Tonne? Ja. Das sage ich euch nicht. Waren 8. Genau. So, dann fehlt noch Peter. Und ihr habt alle eingeloggt. So, die geringste Schätzung kommt von Sepp. Nee, Quatsch, von Brammen. Brammen sagt 960 Kilogramm. Oh. Sepp ist dann direkt dahinter, trotzdem ein bisschen Abstand. 2,5 Tonnen, sagt Sepp. Also 2500 Kilogramm. Ich glaube, die anderen haben Kilogramm. Mehr Abstand, oder? Ja. Ja, jetzt kommt Jay mit 2502 Kilogramm. Was? Also 2 Kilogramm mehr. Das ist sehr wichtig. Ja. Christian folgt daraufhin mit 7500 Kilo, also 7,5 Tonnen. Und dann ein bisschen Abstand kommt Peter mit 200.000 Kilo. Er ist einfach durchgebrochen durch die Erde. In den Erdkern reingebrochen, so schwer war das. Wie viel Sprit brauchst du, um das anzuheben? 200 Tonnen Gewicht. So, also ich kann euch sagen, Peter ist dann doch relativ weit entfernt. Die richtige Antwort, das James Webb Weltraumteleskop wog 6.350 Kilogramm. Boah, und ist damit ist Christian am nächsten dran. Hey. Krass. Damit bekommst du jetzt deine 5 Punkte und bist damit bei 20. Was ein fettes Teil.
Ja, wiegt einiges. So, Christian führt mit, Quatsch, Jay und Sepp führen mit, nein, Quatsch, Braun. Also ja, Peter, ist der Einzige, der nicht führt. Oh, ja, der Arme. Peter führt nicht. 51 Punkte hat Bram. Das und Jay Krankheit. Und Sepp teilen sich 31, Christian 20, Peter 17. Und wir kommen auch zur Frage Nummer 17. Im September 2022 wurden Anschläge auf die Nord Stream Pipelines verübt. Brammen. Russland. Das ist nicht gesucht. Durch welchen russischen Staatskonzern? Brammen. Gazprom. Das wollte ich hören, genau. Sehr gut. Ehemaliger Sponsor von Schalke 04. Frage 18. Wie viel zahlte man für das besondere Verkehrsticket, wenn man es... Sepp. Das war das 10-Euro-Ticket. Fuck, nein. Was? Nein. 5, 4, 3, 16. Hey, wer hat die Antwort noch gegeben? Falsch. Brammen. Das war das 9-Euro-Ticket. Falsch. Wie viel zahlte man für das besondere Verkehrsticket, wenn man es über dessen gesamte Laufzeit nutzen wollte? Oh shit. Jay. Ha! Ich glaube, es ist 27 Euro, oder? Das ist korrekt. Nicht drei Monate gewesen? Ja, genau. Drei Monate parallel zum Tankrabatt. Juni, Juli, August. 27, 3 mal 9. Dann direkt daran anschließend, Frage 19. Wie viel soll der Nachfolger des neuen... Peter. 69. Nein. Brammen. Peter, ja, du denkst aber nur an eins, ey. Ja, 49. Das ist korrekt. Ja, 49 war scheiße. Irgendwann so mit der 9 auch wieder. Das Ticket passt. Ja, sehr günstig. Nun ja. Frage 20. Welche Nation gewann die Fußball-Europameisterschaft der Frauen? England. Richtig. Wir haben nämlich wie die letzten Wichser gespielt. Okay. Am Ende. Ja, nee, die haben richtig scheiß Fußball gespielt. Richtig unverdient. Ja, das, England war auch der Austragungsort übrigens. Oder das Austragungsland. Ja. Keiner mochte die Engländerinnen. Ja, außer die Leute in ihrem eigenen Land. Ja, das stimmt. Das waren wahrscheinlich die meisten. Ja, kann auch sein. Tja, also wieder eine Fußballfrage überstanden. Das klang Frage. Wie so ein Glas. Komm, aber Frauenfußball ist cool. Im Gegensatz zu dem Männerfußball dieses Jahr. Dieses Jahr auch oder weißt du, letztes Jahr? Was? Dieses Jahr gab es noch nicht so viel Männerfußball. Eigentlich der Männerfußball, ne? Ja, Bundesliga, ja, cool. Champions League. Ja, das Klassische. Ich bin Wrexham-Fan. Wrexham ist eine Mannschaft aus Wales. Ich dachte West Ham. Nee, Wrexham. Was hat denn? Okay, ja, die Frage werden wir nicht beantworten, Peter, die brauchen wir noch. Ja. Wir schauen mal, vielleicht jetzt schon, Frage 21. Das FBI hat Trumps Wohnung durchsucht. Weswegen? Rammen. Er hat ganz viele Daten und Akten, während der Präsident war, privater mitgenommen und das darf man nicht. Ja, korrekt. Das lasse ich so gelten. Geheime Dokumente bei sich gebunkert. Hießen die Florida-Dokumente oder sowas? Und seinen so? Biden hat er jetzt auch gemacht. Also irgendwie scheint das gang und gäbe zu sein, irgendwie ich schon Armageddon und so. Man könnte auch sagen, guck mal, der Junge ist gut, der nimmt Arbeit mit nach Hause. Ja. Ich habe als Praktikant bei der GameStar auch Risen die Testversion mit nach Hause genommen. Das fand der Chef auch nicht gut. Was? Das ja. Ist ja das ist vergleichbar mit dem, was die Peter Papers. Da muss man auch eine Possession machen. Peters Papers. Das gehört sich ja wie so ein geiler Joint-Club. Ja, können wir gerne gründen. Frage 22. Was passierte idealerweise am 8. Dezember um 11 Uhr? Sepp. Der kürzeste Tag des Jahres. Nope. Was? Christian. Da war der Probealarm. Ja, oh, ja, genau, der Warntag. Ich die Fire, fuck it, und dann sagt er 11 Uhr, aber 8. war halt ja auch gar nicht dieses Jahr. Ja. Durch einen Alarm wurde man idealerweise gewarnt. Ich hab mich erschrocken, ey. Ja, ich hab mich auch erschrocken. Ich weiß noch, wie schön das war, dass Jay sagte, gleiches Alarm und dann hat er sich trotzdem erschrocken. Ja, das war wie beim Toaster. Und vor allem habt ihr ja die ganze Zeit weitergepiept und dann irgendwie 5 ja, Minuten genau. Laufen lassen, weil ich dachte, wie lange geht der Scheiß denn? Ja, richtig. Der hat die ganze Zeit aber weitergepiept. Jetzt musst du irgendwann aufhören. Sehr schön. Frage 23. Welches Videospiel gewann den Game of the Year? Peter. Ja, Elden Ring. Richtig. Ja, Videospielfrage. Woo!
Den Game of the Year Award. Korrekt. Jetzt geht es los. Jetzt holt Peter auf. Ja, mal gucken. Frage 24. Ist wieder eine Schätzfrage. Bitte eintippen. Wie viel zahlte Elon Musk für die Übernahme von Twitter? Ach. Und ich hätte es gerne auf eine Milliarde genau. Ich bin jetzt da sehr nett. Also mir reicht es auf eine Milliarde genau. Scheiße. Warte mal, wie viel waren das nochmal? Ich wollte gerade sagen. War das nicht... Keine Ahnung. Okay. Ihr habt alle eingeloggt. Jay schätzt am wenigsten, er sagt 5 Milliarden. Scheiße, da war da nicht 4,5? Okay, vielleicht bin ich lost. Dann haben wir Sepp als nächsten mit ein bisschen Abstand 42 Milliarden. Mm. Dann haben wir zwei gleiche Antworten von Brammen und Christian, jeweils 44 Milliarden. Und dann haben wir etwas Abstand zu Peter. Er ist bei 400 Milliarden. Das war direkt mit versetzt. Mein Gott. Warum kauft ihr denn nicht einfach Luxemburg oder so? Ja. 400 Milliarden. Haben wir einen Null vertan? Ich kaufe 40. Ich kaufe mir Amazon und alles andere zusammen. Ja. Also, Peter ist erneut sehr weit weg. Das kann ich schon mal sagen. Wir haben zwei korrekte Antworten. Und zwar von Bram und Christian. 44 Milliarden. Sehr gut. Ihr bekommt beide 5 Punkte. Sehr schön. Damit hat Bram jetzt 74 Punkte. Und wir kommen, es steht hier übrigens wieder als Info, ist es weniger als ein Viertel Doppelwurms. Ah. Ja, noch für euch zur Einschätzung. Nachher kommt, wo war das vorher mit den Doppelwurms? Weniger als ein Viertel Doppelwurms? Ja. Steht hier. Und eben war das ein halber Doppelwumms, ne? Ja. Aber das passt doch gar nicht. Ich glaube auch nicht. Das heißt, 50 Millionen sind ein Viertel. Jetzt mach doch mal weiter, Andi. Ja, Frage 25. Welche beiden Promis waren Gegner in einem der legendärsten Gerichtsprozesse 2000? Oh, shit. Johnny Depp und Amber Heard. Richtig. Das war delicious. Bram hat sich das jedes Mal angehört, Alter. Ich hab mir das nicht nur angeguckt, ich hatte währenddessen noch LAN-Party und da lief auf meinem Fernseher im Wohnzimmer einfach die ganze Zeit die Live-Gerichtsverhandlung, die 8 Stunden jeden Tag. Ach, Scheiße. Ja. Ja, okay. Alter, der Dude, der sich einen gewaped hat während der Befragung, war halt der Shit einfach nur. Excuse me, sie erlauben, und dann macht er sich einfach so ein Ding an. Ja, okay. Also, Land. Da, Brammen, das war klar, dass er das wusste. Frage 26. Über was spricht man, wenn man von Roe versus Wade redet? Brammen. Über einen amerikanischen Fall vor Gericht. Ja, genauer. Zwischen Roe versus Reed. Wade, Entschuldigung. Oder so hieß der andere. Ich hab schon wieder Weed. Wie hieß der? Wahrscheinlich spreche ich es wieder falsch aus. Versus Wade. Ja, genau, das war der Fall Roe versus Wade. Ja, das kann ich so nicht gelten lassen, okay. Peter. Okay, da ging es um das Abtreibungsgesetz, glaube ich. Das wurde abgeschafft. Ja, oh. Genau. Ja. Also, Brammen, du hast auch eigentlich recht. Das war mal ursprünglich was Juristisches, klar, aber das ist ja schon logisch, dass ich dann mehr wissen will. Als ist okay. Ist. Ja. Möchten du führst ja sowieso, wissen. Kannst du Peter auch ein paar Punkte abgeben. Na, Peter, du bist schon konkretisiert. Ja, sehr gut. Frage 27. Und warum war das in den 70ern verhandelte Urteil dazu im Jahr 2022 in den Nachrichten? Verstehe ich es nicht. Brammen? Weil das Ergebnis von Roe vs. Wade war, dass das abgeschafft werden sollte. Abgeschafft wird. Was? Abgeschafft? Ja, die Schwangerschaft. Also darf keine Schwangerschaftsabbrüche mehr geben. Das ist falsch. Peter. Also es war in den Nachrichten, weil der Supreme Court entschieden hat, dass dieses damalige aus den 70ern Gerichtsurteil zu kippen. Ja, genau. Exakt so, das ist die Antwort. Ja. Also es wurde damals beschlossen in diesem Gerichtsverfahren, dass Schwangerschaftsabbrüche legal sind. Das wurde jetzt vom Supreme Court aufgehoben und dadurch ist es jetzt nicht mehr legal. Man hat noch nicht verstanden, wie man... Ich glaube aber, dass Bram das meinte auch. Aber Bram hat gesagt, dass das damals... Aber ich hab nicht gesagt. Ja, Bram hat genau das Gegenteil gesagt, oder nicht? Bram hat gesagt, dass das damals entschieden wurde, dass es illegal ist. Aber das ist ja genau das Gegenteil der Fall. Mhm.
Nee, ja. Also ich meinte, das jetzt, ist ja auch egal. Also das ist, ich habe das falsch gesagt auf jeden Fall. Ich meinte aber, dass das jetzt halt illegal ist, ab dem Urteil. Ja, was du aber, sagst und was du meinst, ist natürlich, dass also... Ja, ich beschwere mich doch gar nicht. Ja. Ich wollte aber dich dazu treiben. Okay, Frage 28. Ich finde das alles unfair hier. Welches war, sehr gut. Welches war das Video mit den meisten Klicks auf dem Kanal PietSmiet? Brammen. Brain Battle. Genauer. Boah, leck mich. Brain Battle mit Matteo. Falsch. Brain Battle mit Maluna. Falsch, die war, glaube ich, gar nicht bei Brain Battle. Nope. Alter, okay, Moment. Das okay. Habe ich mir noch angeguckt zum Jahreswechsel. Ja, bitte noch, bitte noch. Also mir reicht, wenn ihr die Gäste nennt. Aber ich darf dir auch die Ausgabennummer sagen. Christian. Starlet, Nova und Reese. Die waren auch nicht bei Brain Battle. Okay. Matteo und Flask. Brain Battle mit Matteo und Flask. Nicht mit Matteo und Flask. Papa Sepp? Platte und Chris? Nee, das war schon vor 2022. Ja. Bram. Nicht Matteo und Flask, also Flask und Mango. Ja! Korrekt. Versus Scheiße. Piet und Sepp übrigens, ne? Hättet ihr eventuell dann wissen können. Ja, da weiß ich doch nicht, dass die Zuschauer sich die Blamage da angeguckt haben. Ja, sehr viele scheinbar. Freut mich übrigens, dass das meistgeklickte Video des Jahres ist. Freut mich sehr. Ja, der Stream hatte so viele Abbrüche, da mussten die Leute im Nachhinein reingucken. Oh, was soll das denn? Boah, ja, schon versucht. Ja. 5 Punkte weniger für Sam. So. Nächste Frage, 29. Und was war das beliebteste 50, die beliebteste Brammen? Allgemeinwissen. Nope. Brammen. Marvel. Nope. Schulwissen. Nein. Wait, what? Brammen. Star Wars. Nein. Magst du die Frage nochmal vorlesen? Und was war die beliebteste 50-Fragen-Episode aus 2022? Alter, ich hätte sowas von safe Allgemeinwissen. Also schon oder Allgemeinwissen. Ich kann euch den ersten Fall. Teil des Titels nennen. Der Titel lautet Vom Frischling Sepp. Out to PietSmiet. Nein. Der Titel lautet Vom Frischling zum Fachidioten. Ich dachte, du sagst jetzt echt 50 Fragen zu. Ja. Ich vermute Naturwissenschaften? Nein. Frisch. Boah, wir haben so viel gemacht. 3. Jay. Zu Tieren? Nein. Brammen. Disney. Nein. 2. Brammen. 6. Nein. 2. Brammen. Politik. Nein. Ich weiß es doch nicht. Komm, drückst du da? 2, 1. Ich war fest, aber du überzeugt an Allgemeinwissen. Ich schließe diese Frage. Es war 50 Fragen zu Weltgeschichte. Ach. Ernsthaft? Ja. Was ein Scheiß. Also, mehr 50 Fragen zur Weltgeschichte, bitte. Klickt sich gut. Nächste Frage ist Frage Nummer 30. Brammen führt mit 92 Punkten. Und Christian und Piet trennen mit 2 Punkte. Frage 30. 2022 ist das Jahr welches chinesischen Sternzeichens? Ach, es gibt Kacke. 2, mir reicht 1. Brammen. Was das Schwein? Nein. Drache. Nein. Affe. Nein. Ist das nicht Ratte? Ja. Nein. Nicht Ratte. Nee. Brammen. Tiger. Ja. Das ist korrekt. Ja, der Wassertiger oder der Tiger. Und bis Februar 2022, also danach war es der Wassertiger, davor war es der Metallbüffel. Der Metallbüffel? Geil, das ist der vor der New York Stock Exchange steht. Ja. Frage 31. Wer ist Time Magazines 2022 Person of the Year? Peter. Boah, das ist, ich sag mal Peter Thunberg. Nein. Das ist ja meistens Personen, die was Krasses gemacht haben, ne? Eigentlich schon, ne? Ja. Wer hat dieses Jahr was Krasses gemacht? Elon Musk. Max Verstappen, oder? Zweifacher Weltmeister. Ja, das kann sein. Christian. Die Frauen des Iran? Oh, nein. Das war zu spät. Das ist ein guter Tipp, aber nein. War zu spät. Oh. Nein, aber also nur so generell wollte ich das sagen. Peter. Zelensky. Oh, ja, das könnte gut sein. Richtig. Korrekt.
Was macht's denn? Ah, warum sagst du das? Ah, ist doch gut, dass du da bist. Nee, das war ein freudiges Abend, Alter. Wir kennen schon so lange. Ja, aber die hört sich gleich an. Beim Kacken klingt ja auch so. Aha. Das kann Sepp, weiß das besser. Ja, wer zusammen gewohnt hat, hört man dann immer aus dem genau, Klo. Genau, ja. Peter schreit auch immer so, wenn er auf dem Klo ist, ne? Wenn es besonders gut tut. Es ist übrigens Zelensky und The Spirit of Ukraine. Aber Zelensky hat mir da gereicht. Bram jetzt mit mehr als 100 Punkten, 102. Nice. Das war wirklich gütig, Andi. Ja. Dass dir das gereicht hat. Bin ich eigentlich noch dein Lieblingsmoderator? Normalerweise sagst du das ja immer am Anfang der Aufnahme. Hast du jetzt auch lange schon nicht mehr. Ja. Musst du das haben? Musst du es jedes Mal von mir hören? Oder? Nein, das ist ja in jeder guten Beziehung. Da sagt man auch mal, ich liebe dich. Da kannst du das so auch sagen. Hast du mir noch nie gesagt. Das sagt man auch. Oh, ja. Naja. Hat Jay recht? Du hast ja, da hat er recht. Dass der Liebe das ist ziemlich einseitige ja. Liebe hier. Ja, da würde ich auch lügen. Das ist ja das meine. Frage 32. Nein, Jay ist ein wertvolles Mitglied dieses Teams, genauso wie alle anderen auch. Frage 32. An welchem Ort fanden die Olympischen Winterspiele 2022 statt? So, Jay, deine Punkte. China. Hat in Rheina? China hat er gesagt. Rheine. Ich hätte es gern genauer, Sepp. Hey, warte mal, China ist ein fucking Land. An welchem Ort? Ja, das heißt aber immer, das ist ja immer Atlanta oder Salt Lake City oder so eine Scheiße. Deswegen, Sepp, hätte ich es gerne genauer. Yangzhou. Was sind die Yangzhou? Das ist doch der von den von Dingens. Von Dragon Ball. Von ja. Dragon Ball. Nee. Ist das Peking, oder? Ja, korrekt. Yangzhou. Ja. Deswegen war er nach dem Ort gefragt. Ich hätte es dir abgekauft, Sepp, da deine Stadt ist. Ich weiß, wir spielen immer versteckt mit den Dragon Ball-Figuren. Das fiel mir jetzt gerade so ein. Also, wenn ich schon China weiß, ne, dann reitet der weiter drauf rum, ey. Ja, das ist halt. Deswegen habe ich ja nach Ort da gefragt. Da finde ich aber schon okay, dass er. Also, Ort ist aber auch ein Land, Andi. Ja, aber das ist ja. Ja, da könntest du auch Welt sagen. Ist ja Peking und nicht China. Okay. Sebastian. Nächste Frage. Frage 33. Wie lautet der volle Name des Nachfolgers vom ersten Avatar-Film? Alter. Christian. The Way of Water. Ja, das soll zu gelten, ja. Avatar The Way of Water. Richtig. Ach, ja. Frage 34. Nicht mal Avatar 2. Krass. Nö, Avatar The Way, Doppelpunkt The Way of Water, so heißt der Film. Welches Wort, Frage 34, wurde weltweit im Jahr 2022 am häufigsten gegoogelt? Bett? Aha. Brammen. Step Bro. Was für ein Ding? Step Bro. Help me, Step Bro, I'm stuck. Nein. Christian. Ukraine. Das hätte ich auch gesagt. Nein. Okay, krass. Christian. War. Nein. Christian? Putin. Nein. Russia. Nein. Jetzt bin ich durch. Corona. Nein. Es ist gar nicht so, also. Oh, das Pimmel. Ihr seid da sehr in Politik und sowas. Es ist eher, um sich abzulenken, sagen wir mal. Ja, also der doch. Bro war doch so. Bram war schon auf dem richtigen Weg. Ja. Eher, um sich abzulenken. Ja. Sex. Milf. Ich kann euch einen Tipp geben. Es geht hier um ein sehr populäres Browserspiel. Peter. Keine Ahnung. Moment, das ist kein Browserspiel, scheiße. Aber ich sag trotzdem Roblox. Nein. Marvel Snap, Peter. Nee, ist auch kein Browserspiel. Fünf. Oh ja, Kreuzworträtsel. Wordle. Ja, richtig. Wordle. Ja. Weltweit am häufigsten gegoogelt. Krass. Ja, waren wir ein bisschen hinterher, also zuvor der Zeit. Schon gar nicht mehr gemacht. Tja. Klar. Immer tägliches Wordle. Macht mittlerweile, glaube ich, auch keiner mehr. Naja. Klar! Nee. Echt? Immer noch? Ja, ich muss das noch mal heute machen. Oh, crazy, okay. Das sind hier die Rentner. Stimmt. Ich vergesse. Frage 35. Was hat. Ich komme mit Facebook an. Was hat Olaf Scholz mit seinem Machtwort durchgesetzt? Machtwort. Dass ja. Der Hafen in China an China verkauft wurde in Hamburg, der Teil. Oh, das ist aber falsch, Brammen. Was? Nee, war das nicht? Könnte ich, mache ich aber nicht. Ja, das wurde damit also durchgesetzt? Nix. Oder das Schweigen hat er durchgesetzt? Weil er hat schon eine ganz konkrete Sache. Also, nee, das ist falsch. Christian.
Ja, lass mich kurz noch nehmen. Ich habe zwei zur Auswahl. Ich nehme die Lieferung an die Ukraine mit Waffen. Nein. Die Aufstockung hier des Geldes für die Bundeswehr. Nein. Okay, dann keine Ahnung. 5, 4. Hä? Er wollte damit einen andauernden Streit übrigens zwischen den Grünen und der FDP schlichten. 5. Ah, wegen Gras. 4. Mach Gott, es gibt jetzt Gras. 3, 2, 1. Frage schloss. Fände ich lustig, wenn das das Einzige ist, was man so von Horror Show sagt. Du kannst dich über jedes Thema zwischen den Grünen und der FDP irgendwie clinch. Ja, ihr hättet das wissen können. Es sind die 3 verbleibenden Atomkraftwerke in Deutschland, sollen bis April 23 eine Laufzeitverlängerung bekommen. Also Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerke sind doch voll out, ey. Ja, jetzt wieder in. Braunkohle ist jetzt gerade wieder in, habe ich gehört. Braunkohle ist in. Bram führt weiter mit 112 Punkten. Jay 83 auf Platz 2. Peter 77. Christian 67. Sepp 61. Also zwischen Sepp, Christian und Peter. Da ist gar nicht so viel Platz. Ja, ich bin das auch stimmt. Nur 5 weg. Nee, nee, ist schon okay. Ist schon okay. Sepp, Christian und Peter. Nett. Ja, und Jay? Ja, Jay ist dann zu Sepp jetzt aber nicht mehr. Peter zu Jay, ja, mein Gott. Ihr seht es ja selbst. Frage 36, ihr dürft wieder eintippen. Und ihr müsst mir, also ihr könnt mir so viele nennen, also ihr schreibt maximal 5 aus. Die Frage ist erstmal, welche 5 Unternehmen wurden 2022 im DAX aufgenommen? Oh. Ihr könnt mir maximal 5 Sachen aufschreiben. Ja, keine Ahnung. Für alle, für jedes richtige Unternehmen gibt es einen Punkt, also maximal 5 Punkte. Alter. Boah. Nicht mehr als 5 aufschreiben, bitte. Tja, da hätte man aufpassen müssen. Ey, ich habe gar keine Ahnung. Boah. Ja. Ja. Peter hat eingeloggt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Scheiße, wie hieß denn, wie heißt denn das? Na, mehr weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Okay, fehlt nur noch Jay. Schon beraten. Oh. Mm. Oh, warte mal. Nee. Okay, Jay ist der Einzige, der noch fehlt, der noch nicht eingeloggt hat. Wir sind nur 3 eingefallen. Oh ja, hier. So, okay, alle haben eingeloggt, also jetzt nicht mehr schreiben. Ich lese einmal vor, fange mit Sepp an. Sepps Antworten sind HelloFresh, Siemens Energy, Daimler Truck, Delivery und Zalando. Jay sagt 50plus.de, Wordle.at, Peetsmeet.store.at, ja stimmt, Peetsmeet.store, Twitch.tv/Peetsmeet und Pornhub. Christian sagt, in den DAX aufgenommen wurden die Lutschmich AG, die Gehweg oder Gehweg AG. Gehweg AG, okay, und Kohle ist so toll AG. Brammen sagt Porsche und Daimler LKW. Und Peters einzige Antwort ist die Beate Use GmbH. Aber die Beate Use war doch schon eine AG. Keine Ahnung. Also, wir haben einmal, das hat keiner genannt, Beiersdorf. Natürlich. Wurde in den DAX aufgenommen. Die Hannover Rück, ja. Versicherung. Muss man wissen. Dann haben wir Siemens Energy, das hat Sepp gesagt. Kriegt hier für einen Punkt, sehr gut. Und wir haben Daimler Truck. Und das haben auch, Sepp hat das gesagt, und Brammen, also Sepp einen weiteren Punkt und Brammen einen Punkt. Und wir haben als letztes Unternehmen Porsche.
Und das hat auch Bram genannt, deswegen auch Bram hier einen Punkt. Sehr gut. Hat Sepp mehr Punkte gemacht? Nein, Quatsch, ihr habt gleich viele Punkte gemacht. Sorry. Jetzt ist er viel näher an Peter dran. Ja. Frage Nummer 37 ist eine Schätzfrage. Ihr dürft also schon wieder tippen. Wie hoch ist die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt 2022? Shit. Und zwar ja, auf eine Nachkommastelle genau möchte ich das haben. Also x, y. Das ganze Jahr? In Prozent. Irgendwie schwierig. So war das. Wird nicht. Nee, dabei bleiben wir. Komm. Bauchgefühl. Bauchgefühl. Verdoppelt. Das wäre hart. Alter, keine Ahnung. Christian. Willst du denn Nachkommastellen? Ich weiß. Das weiß doch keiner. Niemand. Außer Horst, die wusste das. Okay, alle haben eingeloggt. Ja. Wir haben einmal Peter, geringste Schätzung mit 8,00%. Das war ganz wichtig, die zweite Null. Dann kommt Christian mit 8,1%. Brammen wow. Folgt mit 8,4%, dann haben wir einen kleinen Sprung auf Sepp mit 10,4% und dann einen ganz kleinen Sprung zu Jay mit 10,5%. Die richtige Antwort sind, ihr seid alle zu hoch, sind 7,9%, damit ist Peter am nächsten dran. Nice. Boom, es ist nicht mal 8 gewesen. 0,1%. Deutlich besser. Ja, damit Peter jetzt nur noch einen Punkt. Ja, aber Sepp ist immer noch sehr nah an Peter dran. Ja, mein Lieblingskandidat ist Jay. Okay, Frage 38. Wie lautet das Jugendwort des Jahres 2022? Oh, shit. Oh, das war... gesprochen. Das hatten wir. Ich weiß, was es bedeutet, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Oh, Jay. Smash. Yo. Nee. Sag das nochmal bitte. Smash. Ja, okay. Smash. Was das war falsch. Nee, wieso? Bei mir kam nur Mash an. Nein, Smash. S. Okay, deswegen habe ich nämlich nochmal nachgefragt, an, aber ich meinte beim zweiten Mal das S vorne gehört zu haben. Es ist Smash, genau. Es bedeutet, mit jemandem etwas anfangen oder jemanden abschleppen. Also dieser legendäre Nachrichtensprecher, Nachrichtensprecher-Clip, genau. Ja. Wo der alte Sack dann zu ihr sagt, wo du bist mein Smash oder irgendwie so eine Scheiße. Ja, und die da sich richtig einen abekelt. Ja, richtig. So, nee, ganz bestimmt nicht. So, Frage 39. Anne Spiegel musste als Familienministerin zurücktreten. Wie heißt Sepp? Anne Spiegels Tochter. Das war Saarland. Das ist falsch, Jay. Wegen der Flut in Ahrweiler. Der A. Falsch. Der Anfang war doch, wie heißt? Also Anne Spiegel musste als Familienministerin zurücktreten. Wie heißt ihre Nachfolgerin? Ich habe nicht die Gesichtsfarbe. Next. Wegen der Flut. Aber von der haben wir nichts gehört. Das heißt, die scheint einigermaßen kompetent zu sein. Ja, die fliegt nicht mit ihrem Sohn in Urlaub, während... Ja, oder macht ein schönes Video an Silvester. Alles. Ja, alles machen. Christine Lambrecht ist die Nachfolgerin von Anne Spiegel. 4. Klingt jetzt gemeinsam, Schrauber. 2, 1. Und ich schließe die Frage. Lisa Paus ist Familienministerin. Also, der Name ist nicht mal bei mir so, ach ja, sondern. Was? Ja, bei mir auch gar nicht. Ich denke mal, das ist so. Ja, haben Lisa Paus in der Bundesregierung. Alles klar. War das nicht auch Saarland halt? Er ist ja Familienministerin von der ganzen Deutschland. Lisa Paus kommt aus Rheine. Und Rheine ist. Anne Spiegel war verantwortlich dafür, als diese ganze Flutkatastrophe war, auch, meine ich, oder? Und dann ist sie aber Ministerin geworden. Ah, ganz gefährliches Geheimwissen. Geheimwissen sogar. Ganz gefährliches Geheimnis hier. Peter droppt hier die Polit-Insider. Das hat doch keiner von ihm gewusst. Ich wollte alles wissen sagen. Einfach seid jetzt schon durch. Gehen, dann ist alles gut. Ist die erste Aufnahme für heute und Peter ist schon durch. Das ist so ist halt jeden Tag an. Ja, das denke ich mir. Ja. Aber Frage ich fange gar nicht erst an, also von daher. Frage 40.
Welches Land, das müsst ihr jetzt wissen, gewann den Eurovision Song Contest? Ach, scheiße, Alter. Rammen. Keine Ahnung. Ukraine. Langweilig. Ja, sehr gut. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, der Sieger, wisst ihr auch, den Siegertitel gibt keinen Punkt, aber... Nee, ich weiß da gar nichts for the win. Kannst du singen, Andi? Könnte ich, aber mache ich nicht. Ist warum nicht? Von Kalush Orchestra Stefania. Ist der Song. Bisschen traurig, dass du das hat auch wieder singst. So ein komisches Huhn, was die ganze Zeit einfach nur buck, buck, buck macht oder so. Nee, aber sie hatten einen mit so einem rosa Hut und ich glaube einen mit einer Querflöte oder so. Oder mit, zumindest jemand mit einer Flöte. Mit einem rosa Hut beim Eurovision Song Contest. Mensch, jetzt habe ich alles gesehen. War schon ausgefallen. Ja, ich freue mich schon auf den diesjährigen Song Contest. Frage 41. Auf welchen Betrag wurde der Mindestlohn erhöht? Brammen. 12 klar, Euro. Bram das weiß. Das beruhigt mich auch, dass Bram das auch richtig beantwortet. Ja, korrekt. Andi, mehr kriegst du musst ja wissen, nicht, was er in der zweiten Reihe zahlt. Ja. Entsprach übrigens dem, was die SPD in der Wahl versprochen hatte. Nächste Frage ist Frage 42. Ihr müsst mir einen Buchstaben nennen. Welcher Vogel ist der Vogel des Jahres 2022? Ich schreibe die Antwort so rein, sorry, bitte. Ist es K, der Wiedehopp? Oder scharfes S, die Mehlschwalbe? Ihr müsst mir den Buchstaben nennen, ne? Ihr könnt buzzern. K, der Wiedehopp. Scharfes S, die Mehlschwalbe. Wir können buzzern? Hä? Was? Ja. Das ist eine Buzzerfrage. Er hat ABC, macht er jetzt. Ja. Deswegen habe ich auch gesagt, nee, Vogel weiß ich nicht. So, ich wollte das eintippen. Aber egal, Wiederhopf, ab dafür. Ja, ist korrekt, K, Wiederhopf. Alter, das ist nicht. Ich habe den Namen eingetippt. Ja, weil Bram, also aus unserer Perspektive gestern haben wir Ich weiß, was du nicht weißt gemacht, live. Und da hat Bram mir noch vor dem Streamstart gesagt, dass er sich das extra angeguckt hat, wer Vogel des Jahres wurde. Und dann kamen nur Fragen zum englischen Königshaus. Also, ja. Nice. Wie immer. Aber jetzt. Frage 43. Was passierte im Jahr 2022 in der Oder als ganz relevantes Ereignis? Christian. Sind nicht ganz Fische gestorben? Ein massenhaftes Fischsterben, oh, korrekt. Oh, stimmt, da ist wieder irgendwas ausgelaufen in irgendeinem anderen Land, ne? Also wahrscheinlich durch einen sprunghaft steigenden Salzgehalt, da weil Jay da drin gebadet hat. Nein, weil der das Wachstum einer Alge förderte, die giftige Substanzen absondert. Das war wahrscheinlich der Grund. Ui. Aber wie gesagt, der Vogel des Jahres überlebt. Noch. Frage 44. Welches ist der weltweit beliebteste Netflix-Film 2022? Rammen. Black Adam. Nein. Das ist ein Kinofilm. Das war auch im Kino, ja. Oh. Ach nee, Quatsch, das ist ja nicht. Das Black Adam ist. Doch, ist Black Adam nicht hier MCU-Kram? Marvel? Ja, das war doch mit The Rock oder so, ne? Ja, das ist doch DC, oder? Nee, nicht Marvel, das ist DC. Ja. Ah, der war ja auch nicht erfolgreich. Guck mal, das weiß ich. Ich wusste das. Könnt ihr das gerade mal appreciaten? Nein. Ja, okay. Filme mit The Rock kenne ich nicht. Okay, was hat Netflix für Filme rausgebracht? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe den bestimmt gesehen. Rausgebracht, aber wir reden über einen Film. Ja, genau. Dann sag ich mal 5. Christian. Day Shift. Nein. Schade. Aber der mit Bruce Willis, war lustig. Nee, der war mit Jamie Foxx. Ah ja, genau. Kannst du einen Schauspieler nennen, der da mitmacht? Oder Schauspielerin? Jamie Foxx. Nein. Andy. So. Okay, oh ja, das kann ich machen. Also, Drehbuch geschrieben hat Felicity Morris. Ja, dann ist das jetzt ja... Besetzung easy. Ist Cecilie Jelhöy. Was? Rammen. Dass die beschissen worden ist vom Tinder-Swindler. So heißt der Titel? Ne, der Film heißt The Tinder-Swindler. Ja, korrekt. Das wollte ich hören. The Tinder-Swindler, ja. Cool gewesen. Über diesen komischen, über den Dude aus Israel, der alle Frauen beschwindert, diese Köljoch oder so weiter, ist Norwegerin, glaube ich, oder so. Und die ist komplett abgezogen worden von dem, oder Schwedin, ich weiß nicht. Ja, dann hat das ja was gebracht, dass ich den Namen genannt hat. Das hat was gebracht. Was? Ist ja, das ist auch ein ziemlich guter Film. Der hat so einen Dude der hat so einen Dude auch überführt. Also den Tinder-Swindler, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der heißt. Und der ist, ich weiß gar nicht, ist er dann am Ende
Ist auf jeden Fall zur Rechenschaft gezogen worden. Ich weiß aber nicht, ob der dann in den Knast kam oder so. Was sieht dann der Film darauf? Der Film basiert auf der wahren Geschichte. Ja. Und erzählt das halt, das ist eher so ein Dokumentarding, würde ich sagen. Mit so nachgestellten Szenen. Hat Bram wieder eine Netflix-Doku geguckt. Ist doch super. Frage 45. Welcher Song ist auf Platz 1 der Single-Jahrescharts 2022? Christian. Laila. Ja, korrekt. Oh mein Gott. Als ob. Von DJ Robin und Schürze. Ja. Es ging ja, glaube ich, in Düsseldorf los, ne, auf der Kirmes, dass es da verboten wurde. Das hat alles ins Rollen gebracht. Keine Ahnung, aber das ist der einzige Song, den ich überhaupt in die Charts letztes Jahr gesetzt hätte. Sonst kenne ich die alle anderen nicht. Okay. Das wäre Kapital Bra gewesen. Weiß ich auch nur, weil ich da im Golfcamp war und die da die ganze Zeit gehört haben. Schwierig. So kann man auch Sachen lernen. Okay, wir haben, wir kommen jetzt zur Frage 46. Bram führt weiterhin 137 Punkte. Jay auch ganz knapp vor den 100 mit 91. Christian 80, Peter 86, Sepp 66. Und wir kommen zur Frage 46. Ihr tippt das bitte wieder ein. Ihr könnt maximal drei Sachen aufschreiben. Alles gibt einen Punkt. Oder ich mach sogar, alles gibt zwei Punkte, also jeder Richtige gibt zwei Punkte. Nennt mir Premierministerin und Premierminister, die 2022 über Großbritannien regierten. Ach du Scheiße. Drei Stück, jeder richtige Name gibt zwei Punkte. Vor- und Nachname? Vor- und Nachname, der kann falsch geschrieben sein, das ist okay, ich muss ihn erkennen können. Der wurde doch irgendwie... Wie hieß die mit Nachnamen? Also ich kann dir sagen, wie der eine aussah und wie die eine aussah. Aber ja, das bringt mir nicht so viel. Ob ich mir die Namen gemerkt habe. Ich muss doch einloggen. Nein, bin ich schon. Ja, bitte dann einmal auf Fertig drücken. Drei dürfen wir aufschreiben, oder? Drei Stück, genau. Drei Namen. Weiß den Vornamen nicht. Ja, wir können es zusammentun. Ich weiß den Nachnamen nicht. Okay, bitte, der Nachname beginnt mit, soweit ich weiß, mit einem T. Der Vorname beginnt mit einem L. Dann kommt ein R. Ich prangere das hier stark an, was hier passiert. Oh, alles klar. Ich weiß trotzdem nicht. Bram, Nachname okay. War Trump. Christian muss noch einloggen. So, genau, damit jetzt sind alle fertig, sein. Jetzt nicht mehr tippen. Jay sagt Miss Marple, Frau Holle und Jessica Fletcher. Das ist leider alles falsch. Also, so naja. Kann ich jetzt schon sagen. Alle anderen haben einen Namen genannt und der ist auch korrekt. Boris Johnson. Das gibt für alle außer Jay jeweils zwei Punkte. Ich hab Premierministerin verstanden. Ja. Premierministerin beides. Und ja Premierminister. Oh. Hätte ich vielleicht aufpassen sollen. Ich hab nur Premierministerinnen verstanden. So, hey, als ob die drei hatten. Ja, deswegen warst du verwirrt. Bis zum 6. September übrigens. Dann haben wir einen Namen, den niemand von euch genannt hat. Ich lese es auch gerade mal vor, der was ihr geschrieben Typ? Habt. Ja. Peter schreibt Boris Johnson, Lisa Paus und Joachim Schnell. Christian schreibt Boris Johnson, Margaret Thatcher und Liz Truss. Und das ist auch der Liz zweite Truss Name, liegt, den wir ja suchen. Weil Brammen hat daraus... Ja, Bram hat ja die ersten beiden Buchstaben des Nachnamens bekommen, T und R, und hat daraus Lisa Trafalgar gemacht. Auch das ist leider falsch. Nicht aus mehr One Piece.
Und dann schreibt Bram noch, und der Typ, der reicher ist als der König, und das ist der Name, den ihr alle nicht aufgeschrieben habt, und ich glaube, ich spreche auch den falsch aus, Rishi Sunak oder Sunak. Ja, genau. Sunak, ja. Ja, das ist die dritte Person, die gesucht wird, und Sepp hat noch geschrieben, Robin Schulz und Taylor Swift. Das bedeutet, ja, nice. Christian bekommt noch zwei weitere Punkte, und das war's, genau. Ja, und dann war's. Ja, Lisa Pause ist leider falsch. Okay, wir kommen zur Frage Nummer 47. Das ist erneut eine Schätzfrage. Eieiei. Ja, ihr müsst viel tippen. Und zwar möchte ich von euch wissen, in Hamburg-Neuwiedental wurde am 20. Juli was gemessen. Und zwar die höchste Temperatur in Deutschland im Jahr 2022. Wie warm war es denn? Die höchste Temperatur in Deutschland 2022 in Grad Celsius auf eine Nachkommastelle genau. Bitte. Okay, sehr gut. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich gelesen, habe mir gedacht, alter Vater, das ist aber ganz schön warm. Und dachte mir, boah, zum Glück ist das hier nicht so ganz so warm. Aber deutlich, deutlich über 30 Grad. Ja, ihr habt alle eingeloggt. Wir fangen wieder mit der geringsten Schätzung an. Die kommt von Christian, 38,3. Dann kommen wir zu Jay mit 40,2. Dann sagt Brammen 41,9, Peter sagt 46,2 und Sepp hat die höchste Schätzung mit 47,5. Wir haben eine Person, die ist sehr, sehr nah dran, um 0,1 Grad. Und das ist Jay. Die richtige Antwort ist 40,1. Nice. Ja. Der Jay, da hätte man wissen können, ne? Fuck. Aber Peter, wir sind auch Medium. Deswegen habe ich ja die Punkte bekommen. Ja, warst du am nächsten dran? Ja. Weil ich halt das wusste. Ja. So, wir kommen zur Frage 48. Noch drei Fragen. Wie heißt das deutsche Unwort des Jahres? Ja, das habe ich mitbekommen. Habe ich irgendwo mal gelesen, aber wieder vergessen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Im Krieg. Eins. Und ich schließe die Frage. Klimaterroristen. Jo, stimmt. Ja. Jetzt wurde es sagst, hätte ich es gewusst. Da kannst du jetzt noch buzzern. Bringt dir aber nichts. Frage 49. Ihr dürft schon wieder eintippen. Und zwar, nenne die vier Bundesländer, in denen 2022 ein neuer Landtag gewählt wurde. Vier Stück. Musste ich wählen? Im Jahr 2022 wurde ein neuer Landtag gewählt in vier Bundesländern. In welchen? Gar keine falsche Antworten Ahnung. Sind ja nicht schlimm, wa? Nein, aber ihr dürft maximal vier aufschreiben. Ja gut, okay. Jede gab, richtiges Land gibt... Und es gab vier. Auch nicht zwei Punkte. Es gab vier, nee, das, genau. Das hätte ich bestimmt mitbekommen. Ja, das hätte ich auch mitbekommen. Was kann ich denn noch nicht mitbekommen haben? An in Berlin. Warte mal, Berlin waren Wahlen, ne? Ganz Deutschland waren Wahlen. Glaube ich. Wurde letztes Jahr gewählt? Komm, zählt Mallorca mit dazu? Nein. So ist cool, oder? Das weiß man, was das heißt. Mallorca zählt nicht dazu. Schade. Ah, warte mal, das war der falsche Knopf. Vier Stück, sagst du? Ja. Das ist korrekt. Ich wollte eigentlich bestätigen, aber irgendwie habe ich den falschen Knopf gedrückt. Also wenn ich Taste gedrückt. Wenn ich schreibe Sachsen-Vorpommern, ist das okay? Nein. Ihr müsst bitte im Zweifel alle nochmal einloggen, falls ihr weil gebuzzert wurde. Damit ihr mir sagt, dass ihr fertig seid. Aber gar keine. Ich wüsste nicht mal, ob ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr wählen war. Sehr gut. Alle haben eingeloggt. Jetzt muss ich einmal was nachschauen, weil ihr habt alle Berlin geschrieben. Und das haben wir letztes Jahr nicht in Berlin gewählt? Ich dachte, nee, ich meine, das war auch falsch. Oder war das vorletztes Jahr? Das war doch um die Bundestagswahl und das war vorletztes Jahr. Echt? Haben die ein Jahr gebraucht, um festzustellen, dass das nicht in Ordnung war? Alter, Finne. Ja, also soweit ich weiß, war das auch in 21. Deswegen ist das auf jeden Fall schon mal falsch. Weil ich weiß doch, wie heiß es war, aber das ist echt dann anderthalb Jahre ja sogar her. Oh Mann, ey.
Ja, also scheinbar das heißt, wir schon. Wir haben die Hälfte der Legislaturperiode gebraucht, um festzustellen, dass die Wahl, mit der die Regierung an die Macht gekommen ist, nicht cool war. Ist nicht Griffe oder wie die heißt, eure Chefin? Also ist denn jetzt, wenn du weißt, dass die Wahl ja nicht rechtens war und die Hälfte alles der Legislaturperiode. Genau, was ist denn. Was passiert denn mit den Sachen, die die jetzt so auf den Weg gebracht haben? Was wurde letztes Jahr in Berlin gewählt? War das eine Landtagswahl? Ja klar, weil das für die Landtagswahl war, dass die nachwählen mussten. Ich dachte, das würde damit reinzählen. Die Nachwahl ist jetzt in vier Wochen. Kommt auch in drei Wochen. Achso, ich dachte, die hätten das schon gemacht. Ah, okay, ja. dann ist das natürlich falsch. Nein, also genau. Berlin ist falsch. Es sind genau vier, wie ich ja gesagt habe. Und zwar, es sind die Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Das heißt, Peter hat Saarland gesagt. Ich habe tatsächlich auch das Saarland Punkte. Genommen, weil ich dachte, das ist so irrelevant. Das ist mein letztes Wort gewesen. Das wusste ich nicht. Die Brüder und Schwestern im Saarland, ey, an die kann man noch glauben. Und Schleswig-Holstein. Bayern ist dieses Jahr, ne? Christian sagt NRW, korrekt. Berlin ist falsch, Schleswig-Holstein ist korrekt und Saarland ist korrekt. Jay sagt NRW, auch korrekt. Niedersachsen, das ist korrekt. Easy. Berlin ist falsch und Saarland ist korrekt. Easy. Und Sepp sagt Schleswig-Holstein, das ist korrekt. Niedersachsen, das ist korrekt. Hamburg ist falsch und Berlin ist falsch. Damit hat Peter als einziger nur eine richtige Antwort gegeben, wenn ich das richtig jetzt gesehen habe. Und damit haben Christian und Peter jetzt beide 90 Punkte. Jay ist über die 100 mit 102. Bram führt weiter mit 143, auch würde ich sagen, uneinholbar jetzt. Was? Und Sepp 72. Und wir kommen zur letzten Frage und ihr dürft ein allerletztes Mal, ja, Sepp? Buzzern? Nein, eintippen. Es ist eine Schätzfrage. Wie viel ist ein Doppelwumms? Ja, stimmt. Wobei, eigentlich macht das gar keinen Sinn, dass das eine Schätzfrage ist. Machen wir nicht als Schätzfrage. Und zwar 200 Milliarden. Ja, ich habe die Frage noch nicht gestellt, deswegen gilt das auch noch nicht. Aber ich fange jetzt an zu lesen. Ihr seid Huren. Ich habe schon extra vorher gebuzzert, bevor die Frage kam, extra, weil ich es wusste. Da hat noch nicht angefangen zu lesen. Ah, okay. Andi hat aber gesagt, yes. Wir machen das nicht als Schätzfrage, deswegen ich lese jetzt vor. Welcher okay, 200 Jay. Milliarden. Das ist falsch. So welcher Film gewann die meisten Oscars 2022? Ja. Brammen. Kinderswindler. Nein. Nee, das war nach den Oscars. Brammen. Black Adam. Nein. Scheiße, Alter, welcher Film war das denn? Was müsst ihr doch wissen, Alter. Ja. Das ist schon fast ein Jahr wieder her. Den habe ich sogar im Kino gesehen. Ja, hast du im Kino gesehen? Boah, da muss halt ein großer Film gewesen sein, weil du gehst nicht so oft ins Kino. Doch, das stimmt nicht. Also ich bin öfter im Kino mittlerweile. Brammen. Die Dokumentation des Eurovision Song Contest 1995. Nein. jetzt bin ich aber enttäuscht von euch. Ich hab wirklich keine Ahnung. Gib mal einen Tipp, Andi. Ja, war der bildgewaltig? Ja. Nice. Hä? Wie hieß der Moondown oder so? Der Mond auf die Erde fällt. Moonfall hieß der, glaube ich. Moonfall, ja. Du musst doch 2021 im Kino gewesen sein. Ja, eigentlich schon. Brammen. Ich sag trotzdem Bullet Train. Nein. Das müsste ja Halloween Ends also ist das, glaube ich. Muss ja ein Film sein, der 2021 im Kino war, damit er ja noch nominiert wird und all so ein Shit. Ja. Also das ist jetzt wirklich hier eine Sauerei, dass ihr das nicht wisst. Natürlich, ist doch, das ich weiß das schon, mir fällt es aber gerade echt nicht ein. Also ins Kino kam er Weltpremiere am 3. September 2021, deutsche Premiere 16. September 2021. Ja, wir haben bestimmt gesehen. Ja, mitgespielt haben so Leute wie Babs Olusanmukun, Javier Bardem, Chang Chen. Was? Sepp. Das ist aber nicht. Fuck, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Die Dokumentation. Mach wieder frei. 90. Ich überlege nochmal. Okay. Parasite.
Nein. Das heißt halt wieder, ich habe zu lange nachgefragt. Javier Bardem war da nicht bei. Dann hat er noch mitgespielt Charlotte Rampling. Zendaya war auch dabei. Peter. Dune. Richtig, es ist Dune. Oh, was? Ja. Der hat die meisten Oscars bekommen. Ja. Warum hast du denn Zendaya gewartet, Alter? Das war die einzige, die ich kannte aus diesem Film. Oh mein Gott. Ich fange natürlich hinten bei den Schauspielern. Du hast aber Timothée Chalamet. Ja, weil das der Hauptdarsteller ist. Also, sorry. Das wäre ja ein bisschen einfach. Ja, sehr gut. Damit Bram weiterhin führend mit 147 Punkten. Jay auf Platz 209, Peter mit 103, Christian mit 98 und Sepp mit 77. Vielen Dank an Horsti fürs Vorbereiten. Das war 50 Fragen zum Jahr 2022. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao.